Jedes Jahr gibt es etwa 2,5 Millionen Einbrüche. Das ist einer alle 13 Sekunden. Und die eine Sache, über die jeder Einbrecher alles wissen will, wenn er es auf dein Haus abgesehen hat, ist dich. Welche Wertsachen du hast, was du kaufst, wohin du reist, deinen Terminkalender, einfach alles. Es klingelt an der Tür, du antwortest und niemand ist da. Bevor du wieder die Nachbarskinder beschuldigst, bedenke Folgendes. Jemand könnte prüfen, ob du zu Hause bist. Das gleiche gilt für seltsame Anrufe, bei denen du niemanden an der Leitung hast. In diesem Sinne, öffne nicht einfach die Tür, wenn es klopft oder klingelt. Prüfe zuerst, wer auf der anderen Seite ist. Wenn sie sagen, dass sie von deinem Energieversorger, dem Vermietungsbüro oder der Stadtverwaltung kommen, bitte sie um ihren Ausweis und rufe die entsprechende Firma an, um dies zu bestätigen. Selbst wenn du eine videoüberwachte Türklingel hast, heutzutage kann jeder jede Uniform kaufen. Verlasse dich also nicht nur auf das Aussehen. Ein scheinbar unschuldiger Flyer oder eine Werbeanzeige unter der Türmatte kann auch bedeuten, dass dein Haus ein Ziel ist. Wenn es am nächsten Tag immer noch da liegt, weiß der Einbrecher, dass niemand zu Hause ist. Jeder, der Werbepost vor der Tür findet, wird sie wegwerfen. Sie haben clevere Methoden, um herauszufinden, ob du eine Alarmanlage hast, welche Art von Türen und Fenstern du nutzt, ob du einen Hund hast, wohin du gerne in den Urlaub fährst und so weiter und so fort. Wenn du dich bei seltsamen Fragen, die dir ein Fremder stellt, unwohl oder misstrauisch fühlst, dann höre auf dein Bauchgefühl und erzähle nicht zu viel. Sei gewarnt, dass etwas nicht stimmt, wenn jemand Fotos von deinem Haus und Auto macht. Sie könnten es sogar heimlich versuchen, zum Beispiel indem sie so tun, als würden sie ein Selfie machen oder telefonieren. Wenn du zufälligen Fotografen nicht traust, bleib cool und erkläre, dass du nicht willst, dass sie Bilder von deinem Privateigentum machen. Einbrecher könnten auch einen Unfall inszenieren, nur um dich aus deinem Haus zu locken. Ein angeblicher Arbeiter der Stadtwerke kann behaupten, dass es ein Gas- oder Wasserleck gibt. Du verlässt das Zimmer für ein paar Minuten, aber da ist es schon zu spät. Ein erfahrener Einbrecher bekommt das, was er braucht, in weniger als 90 Sekunden. Überprüfe immer die Identität von Fremden, die auf diese Weise auftauchen. Ruf einfach deinen Energieversorger an. Sei vorsichtig, wenn du einen Aufkleber oder Farbe an deiner Tür siehst. Sicher, das könnten nur zufällige Ärgernisse sein, aber es kann auch ein Zeichen sein, dass jemand dein Haus markieren und es von den anderen abheben will. Entferne es so schnell wie möglich. Sei vorsichtig, wenn du dein Auto oder andere hochpreisige Gegenstände verkaufst. Lösche die Anzeigen, die du aufgegeben hast, sobald du es verkauft hast. Viele Einbrecher rufen an und geben vor, interessiert zu sein und fragen, ob es noch verfügbar ist. Wenn du sagst, nein, ich habe es schon verkauft, wissen sie, dass du gerade eine Menge Geld bekommen hast. Selbst wenn du schon alles ausgegeben hast, könnte diese Person einbrechen und es selbst herausfinden wollen. Pass auf dich auf!